Der Handwerksbetrieb wurde 1885 von Otto Teichmann gegründet. Er führte das Unternehmen mit seinem Sohn Heinrich bis 1929. Otto Vogtsberger, der Großvater von Thomas Franke, kaufte der Familie Teichmann den Betrieb ab. 1958 übernahm Joachim Franke die Schlosserei. Seit 2002 leitet Thomas Franke mit seinem Sohn Tobias das Familienunternehmen. Während damals vor allem Werkzeuge geschmiedet wurden, hat sich die Produktpalette in den letzten Jahren deutlich erweitert. Heute fallen zum Beispiel Sanierungs- und Ausbauarbeiten in Kaufhäusern und Schulen an. Aber auch Kunstschmiedearbeiten werden immer noch häufig in Auftrag gegeben. 2008 meldete der Sohn Tobias Franke seine sogenannte Froschklappe zum Patent an. Und das mit Erfolg. Die Anfragen reichen zumindest für einen kleinen Nebenverdienst und sorgen für Abwechslung im Alltag. Man kann sich selber verwirklichen, hat viel Handlungsfreiheit und wenn man durchs Jenaer Stadtbild läuft, wie zum Beispiel auch, was ich noch erwähnen möchte, in der Goethe-Galerie, wo wir viel machen, die Stahlkonstruktion auf dem ganzen Dachbereich, die Geländer in der Goethe-Galerie, was wir alles gemacht haben, das ist ein bleibendes Bild, was einen einfach auch stolz macht und wenn die Kunden jederzeit wiederkommen und immer wieder Folgeaufträge bringen und zufrieden sind mit der Leistung, dann ist das auch eine Selbstbestätigung. Jedoch lief das Geschäft nicht immer so gut wie heute. Zu Zeiten der DDR war es nicht immer einfach, ein Einzelunternehmen zu führen und zu halten. Auch Anfang 2000 mussten aus wirtschaftlichen Gründen personelle Veränderungen durchgeführt werden. Heute beschäftigt Thomas Franke 9 Angestellte und ist sehr zufrieden mit der derzeitigen Auftragslage. Ich möchte schon noch die nächsten 10 Jahre durchhalten, wie es meine Gesundheit hergibt. Sie wissen ja, zu DDR-Zeiten war es immer schwierig, es gab keine Hebetechnik. Man hat also diesbezüglich eben auch viel händisch machen müssen. Das merke ich natürlich heute vor meines Rückens schon etwas. Aber die Zukunft bringt mir, ich möchte schon noch bis zu meinem Rentenalter hier mit tätig sein. Und auch wenn der Firmeninhaber in den wohlverdienten Ruhestand geht, die Zukunft des Familienunternehmens scheint gesichert. Die nächste Generation wartet bereits darauf, die Geschäfte zu übernehmen.